Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Culling. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dalu, Anne, Shigo, Fizz, Krabs, Kunran, Saxo und Liquid sind heute mit am Start. Ja, ein bisschen eine kleinere Runde. Ihr kennt das, ich habe mal wieder richtig gesuchtet. Nämlich, ich habe seit 2 Wochen nicht gespielt, letzte Woche ist ja ausgefallen. Fragt mich nicht, ob sich hier irgendwie noch was geändert hat, ob es Updates gab. Ich habe keinen blassen Schimmer. So, wir haben heute wieder eine normale Runde, das heißt keine Special Names oder so. Special Victims Unit, Alter. Ja, wir probieren natürlich erstmal wieder... Wo habe ich nochmal Rennen? Hier? Nee. Ah, hier, okay. So, wir holen uns erstmal schnell ein Messer. Mit dem Messer geht es besser. Und dann gibt es eine schöne Runde Culling. Oh Mann, ich bin schon wieder hier gestartet. Ich bin total oft hier. Dann gehen wir mal durch diesen langen Gang erstmal. Wie schubse ich nochmal? Okay, alles klar. So, die Kamera. Ich bin schon so ein bisschen famegeil. Ich gehe nochmal hier hinter schauen. Ah, okay, letztes Mal war hier nämlich eine Kiste. Ihr erinnert euch. So, und hier haben wir den Sachsen getroffen letztes Mal. Hat er uns fertig gemacht, der alte Bobo, ey. Oh, nice, Alter. Da geht mir schon ein bisschen einer ab. Ein Backpack kann man immer gut gebrauchen. So, sehr nice, Leute. Mit einem Backpack kann man immer was anfangen. Brass Knuckles. Stell mal vor, da kommt jetzt so einer durch Zufall rein und kriegt so voll so einen Stock in die Fresse. Das ist, wäre so lustig. Was macht denn mehr Schaden? 6 bis 8, beide gleich. Die sind ja beide wirklich genau gleich. Wir verticken die Sachen natürlich wieder schnell. Kennt ihr ja schon das Spielchen. Ich verkaufe das mal. Den Schlag, den behalten wir. So, okay. Hieraus machen wir uns später einen Bogen. Ach, Grants, learn to play. Und hier gibt es einen Tomahawk. Für 150. Wurde das schon wieder teurer gemacht, oder? Kann doch gar nicht angehen. Die haben doch letztens noch 100 gekostet. Die haben, ganz früher haben die 50 gekostet. Was ist das überhaupt, ey? Das ist eine Frechheit. Nochmal Steel Snares. Noch ein Medikit. Noch ein Medikit, das ist aber nicht dein Ernst. Verticke ich 2. Okay, hier ist nichts los. Für 20. Zwei, also man braucht eigentlich eh nicht mehr als 1. Habe ich die Erfahrung gemacht. Sonst freut sich nur derjenige, der dich verprügelt. Das ist so summa summarum unterm Strich meine Erfahrung mit den Medikits. Wenn man da zu viele von hat. Okay, nochmal Steel Snares. Ja, okay, die geben wir weg. Gebe ich die komplett weg, oder? Ich glaube, ich kann mir den Spaß hier nicht verkneifen. So. Ich finde das immer lustig. Meistens bringt es ja nichts. Ist da gerade jemand gestorben? So, wo gehe ich jetzt hin? Hier runter, oder? Ich glaube, erstmal hier vorne. Exploding Bees. Da ist jemand.
Und. Komm. Ja! Nice! Wir haben Fisk fertig gemacht. Leck mir die Eierwund, ey. War das pornös. Leck mich, ey. Nice, Grants. Du alter Killer, Junge. Well played. Well played. Noch ein. Und ich bin sogar schon wieder komplett hochgeheilt. Er hat mich aber entwaffnet. Oh, Machete. Oh, warte. Warte, wir holen uns den da. Boah, mein Herz. Mein Herzschlag. Krass, ey, wir haben Fisk fertig gemacht. Okay, das Tomahawk holen wir uns. Das ist eine super Waffe. Okay, jetzt habe ich das. Das hier kann jetzt weg. Ey. Und die Steel Snares haben echt einen guten Dienst geleistet. Die haben Fisk schon so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, glaube ich. Weil er beim zweiten Mal dann wirklich darüber gestolpert ist. Oh, war das geil. Sorry, Fisk, ey. Aber das hat mir echt Spaß gemacht. Tut mir leid, dass ich da so eine Freude dran habe. Kannst du weiter Taubsies fangen gehen bei Pokémon Go? Denn Fisk ist ein passionierter Pokémon Go-Spieler, müsst ihr wissen. Ziemlicher Pro-Gamer, Vogelsammler. Er liebt Taubsies. So, wo hat er mir denn meinen Bogen hingekickt? Lol. Ich glaube, ich muss mir einen neuen machen. Ist das hier mein Bogen? Nee, kann doch gar nicht sein. Brauche einen neuen Bogen. Ich habe irgendwo mal einen Stein liegen. Und Leute, ich weiß übrigens, dass ich mir Steine und so auch aus der Umgebung schlagen kann. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, das macht mir mal zu viel Krach. Deswegen mache ich das nie. Nicht, dass ihr euch wundert und denkt so, Grants ist total dumm, der checkt das nicht. Doch, checkt er. So, die hätte ich gerne wieder auf der 1. Puh. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Ich denke, dass Fisk hier drin gewesen ist schon. Hier war noch keiner. Oder er hat nicht alles geöffnet. Lol. Lol! Body Armor. Zack. Pfefferspray, damit werde ich mich wieder selber hitten. Oh, wir sind gar nicht mal so schlecht ausgerüstet. War das eigentlich der erste Kill oder wurde schon wer anderes noch gekillt? Na, hier ist es doch schon jemand gewesen, wa? Ja, hat unten nur ein paar Sachen vergessen. Was ist das hier? Orange Juice, okay. Ne, wir sind tatsächlich der Einzige, der bisher jemanden gekillt hat. Pro-Gamer-Shit, Alter. Oh Mann, der arme Fisk. Jetzt habe ich langsam Mitleid. Wenn sich mein Adrenalin erstmal gelegt hat, dann denke ich mir so, der arme Fisk. Er wollte doch auch nur eine schöne Aufnahme haben. Ich habe ihn getötet. Why you do this, Grants? Why you do this? Why? Oh, nope. Ich frage mich, ob die anderen auch immer so dick Adrenalin haben oder ob ich der Einzige bin. Oh, da hinten fliegen richtig viele Crates. Ich weiß nicht, ich kriege irgendwie nie genug für eine Crate zusammen. Außer das eine Mal. Und da hatten wir dann die Challenge, wo wir jeder ein Char gewesen sind. Da hat es dann auch nichts gebracht, leider. Okay, wir holen uns nochmal ein paar. Somebody just killed somebody. Nice. Danke für diese krasse Info. So, bei Kundran. Killed bei Kundran? Krabs wurde von Kundran gekillt. Da hat Kundran sich doch wieder an den armen Krabs vergriffen. Krabs ist in meinen Augen ja eigentlich auch immer noch ein Neuling. Muss ich da mit Kundran rumschlagen. Das ist natürlich Hardcorer. Möchte ich wirklich dahin, wo die Explosionen herkommen? Grants, denk nochmal nach. Oh, fuck. Scheiße. Das war dumm.
nice. Das war echt dumm. Are you suffering from dipsomania? I care about your health. It's okay to ask if I wash my hands. Also, I was sitting on my hands to warm them up. Ready? Eyes forward. There you go. Feel better? Okay, hier hat er einen zugelassen. Weiß jetzt nicht, wo ich hingehen soll, großartig. Da war ein explosives Fass. Normal könnte ich mir Dynamit machen. Oh ja, warte, komm. Dynamit ist geil. Ich mag Dynamit. Ich faile damit zwar oft. Aber eigentlich ist es lustig. Ach nee, hier war es ja gar nicht. Oben. Zack! Okay, danke. It's time to play Loot Express. In 2 minutes, a random package will be delivered to Colco Weather and Observation. Okay, wo gehe ich denn jetzt hin? Ich müsste mal andere Spieler suchen. Hatte schon lange kein Duell mehr mit meiner Lieblingsgegnerin. Sind wir vielleicht gar keine Lieblingsgegner mehr? Ich weiß nicht, wann sowas verjährt. Nach wie viel Folgen? Oh, da gibt's nochmal Credits. Das ist jetzt schon wieder so ein Moment, wo ich mir eigentlich so einen Manhunter wünschen würde. Der ist eigentlich immer schön. So ruhig. Culling ist echt ein ruhiges Spiel. Und durch meine Laberei höre ich wahrscheinlich nie, wenn irgendjemand in der Nähe ist. Ich weiß nicht, ob hier noch was kommt. Ich gehe mal in diese Richtung lieber. Da liegt noch Funk. Nice, Grants. Adlerauge. Oh. Und Liquid hat seinen ersten Kill geholt. Anne! Okay. Immerhin nicht als Erste gestorben, die arme Anne. Der Running Gag ist ja leider eigentlich so seit vor 2 Wochen schon weg, glaube ich. Ist das ein Fass? Ja. Ich dachte erst, es ist eine Truhe. Kunran hat sich den Sachsen gegönnt. Krass, wo wir jetzt sind, ne? Was du hier für ein View hast, Alter. Sniperino Position. A package has been delivered to Colco Weather and Observation. Thanks for playing Loot Express. Ich dachte, da wäre eine Höhle. Okay, ich glaube, ich muss echt mal Leute suchen. Soll ja nicht langweilig werden. Ich meine, wir hatten ja recht schnell ein Duell bekommen. Aber wer sagt denn, dass man keine 2 Duelle haben kann? Und Shigo ist auch noch am Leben. Oh, da vorne ist noch ein dickes Gebäude. Ich gehe da mal hin. Mal schauen, was da so los ist. Huah, Arschbombe! Oh, scheiße, voll Krach gemacht. Okay, ist hier schon jemand gewesen? Ja, die Tür ist auf. Alles ausgeräumt hier. Oh, die Map wird kleiner. Ging schnell, habe ich das Gefühl gehabt jetzt aber. Okay, wir machen mal das Gas an. Kamera, auf wen ist die gerichtet? Ist da jemand? Ich weiß es nicht. Jetzt ist sie auf mich.
Die Kamera ist eigentlich auch nice, ne? Damit kann man echt immer theoretisch herausfinden, ob jemand in der Nähe ist. Da ist ein explosives Fass. Ist hier schon jemand gewesen? Alles offen. Da geht's zur Mitte. Ja, wir könnten noch zur Mitte gehen, Leute. Was soll der Geiz? Oh, nice. Iron Skin. Ist dann hier doch keiner gewesen? Doch. Hä? Warum hat er die Garage nicht gelootet? Muss ich nicht verstehen, Leute. Muss ich nicht verstehen. Der Grants muss nicht alles verstehen. Aua, das tut weh, oder? Ja. Fuck. Ah, keine Ahnung, wie man da hochkommt. $225 brauchen wir für den SWAT-Airdrop. Ich dachte halt, ich habe random Airdrops gewählt. Da kommt das Gift. Ach, frag mich nicht, Leute. Ich habe jetzt schon länger keinen mehr gesehen. Das gibt's doch nicht. Kunran hat sich den nächsten gegönnt. Das blutige Einhorn Shigo. Nein! Warum? Was hat die Frau dir getan, Kunran? Herzloser Bengel. Wenn ich Kunran wäre, wo würde ich mich jetzt verstecken? I. Okay, weiter kommt das schon nicht mehr. Hey, ich hab doch geblockt! Hat er mich erwischt. Ja, okay. Kunran ist halt auch so ein Suchti. Was soll ich gegen den machen, Leute? Ich bin raus für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Haut rein. Hier bei Culling. Bye, bye.